oben auf dem Römerberg. Ich will nicht, dass du ihn in der Judengasse hältst. Jawohl. Ich will zu Herrn Oppenheimer. Es ist Oppenheimer erwartet, Euer Exzellenz. Ich sag, was will die feine gäuchische Pinkel bei uns in Oppenheimer? Was du fragst überhaupt? Ach, meinst du Geld? Nun nicht. Aber er wird ihm nicht geben. Er wird ihm geben, er wird viel, wird er ihm geben, weil er Käpsen. Er soll ihm geben, dass wir können nehmen. Sieh ich an, Rebecca. Ich denke, Württemberg ist reich. Tja, Württemberg schon, aber nicht sein Herzog. Na, ich werde sehen. Märchenhaft. Märchenhaft. Wirklich märchenhaft. Aber zu groß für uns. Zu groß für eine Herzogin? Fabelhaft. Wunderbar. Also ich wage gar nicht zu fragen, was es kostet. 50.000. Aber ich sage dir doch, mein Herzog hat nicht so viel Geld. Gut, 10. Und die restlichen 40? Man kommt ins Geschäft. Und die restlichen 40? Wir werden uns verständigen. Wann denn? Wo denn? In Stuttgart. Nach Stuttgart kommt kein Jude rein. Das weißt du doch. Sagt einem Herzog, wenn er mich braucht, dann soll er mal auch die Permission verschaffen, zu ihm zu kommen. Wenn du in Stuttgart bist, dann kann ich dir vielleicht helfen, aber du kommst doch gar nicht durch die Sperre mit deinem Pass. Heb doch die Judensperre auf. Ich soll sie aufheben? Das kann ja nicht mal der Herzog. Das könnte ja nur in Gemeinschaft mit den Landständen. Die Landstände lassen eben keinen Juden in die Residenz. Wenn seine Durchlaucht ein Interesse daran hat, mit mir ins Geschäft zu kommen, so werden Euer Exzellenz gewiss Mittel und Wege finden, mir einen Pass zu verschaffen, der mir an der Grenze alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumt. Also gesetzt den Fall, ich schicke dir so einen Pass. Würde dir doch jeder sofort, nicht wahr? Anpeiert und Kaftan den Juden ansehen. Nicht wahr? Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, Exzellenz. Mein Äußeres übernehme ich. Und für den Pass sorgen Sie. Der Herzog kriegt seinen Schmuck. Aber nur, wenn ich ihn selber kann bringen. Gut. Aber es passiert. Der Herzog braucht den Schmuck. Verlasst euch ganz auf Süß, Oppenheimer, Exzellenz. Lady. Bist du verrückt, Josef? Wort wirst du verschneiden. Pais wirst du verschneiden. A Kaftan wirst du nicht mehr tragen. Hast du nicht Meure? Vorm Rebbe? Ich mach die Tür auf für euch alle. In Samt und Seide werdet ihr gehen. Es kann sein morgen, es kann sein übermorgen. Aber sein wird es. Straßen sind in einem fürchterlichen Zustand. Wie weit ist es noch bis Stuttgart, Demoiselle? Im Wagen eine Stunde. Oh, eine Stunde. Wäre es sehr ungezogen von mir, wenn ich die Demoiselle bitten würde, mich ein Stück... Herr Oppenheimer aus Frankfurt. Herr Oppenheimer? Oppenheimer. Was ist in Ordnung?
Aber ich tue zu gern reisen. Am liebsten durch die ganze Welt. Er ist doch sicher viel gereist, nicht wahr? War er schon einmal in Paris? Ja. In Versailles? Mhm. Oh, da beneide ich ihn. Wo war denn sonst überall? Oh, London, Wien, Rom, Madrid, Lissabon. Ach, du lieber Gott, das ist ja beinahe die ganze Welt. Wo war es denn am schönsten? Ich meine, wo hat er sich so am meisten so zu Hause gefühlt? Zu Hause? Überall. Überall? Hat er denn keine Heimat? Doch, die Welt. Ach, Unsinn. Irgendwo muss er sich doch am glücklichsten gefühlt haben. Ich glaube, so glücklich wie jetzt hier in Stuttgart, neben ihr, reizende Demoiselle. So glücklich habe ich mich mein ganzes Leben noch nicht gefühlt. Ach, das ist doch ein Jude, der Herr Oppenheimer aus Frankfurt. Wenn er mal meine Dienste gebrauchen sollte, ich wäre glücklich, wenn ich euch die Liebenswürdigkeit der Demoiselle-Tochter vergelten könnte. Unsinn. Sie haben ihn ja am Stadttor ohne weiteres durchgelassen. Ich irre mich nicht. Das ist ein Jude. Mein Herr, ich möchte euch empfehlen, die nächste Post nicht zu versäumen. Warum? Es eilt mir nicht. Ich habe noch Geschäfte in Stuttgart. Im Gegenteil, ich wollte mich eben erkundigen, ob man mir einen guten Gasthof empfehlen kann. In der Residenz Stuttgart gibt es keine Judenherbergen. Mein Kompliment zu Ihrer Menschenkenntnis, mein Herr. Aber ich bin der liebenswürdigen Demoiselle zu so großem Dank verpflichtet, dass sie verstehen wird, wenn ich die entsprechende Antwort schuldig bleibe. Also frage ich ihn schon, was sie kostet. Euer Durchlauf braucht sich um die geschäftlichen Dinge nicht zu kümmern. Ich bin glücklich, euer Durchlauf zu Diensten sein zu dürfen. Naja, bezahlt muss ja doch mal werden. Der Jude wartet. Ja? Was soll ein Jude großzügiger sein als meine Herren aus der Landschaft? Die Leute wissen anscheinend nicht, wie man einen großen Herrn behandelt. Aber du weißt das. Ich glaube es zu wissen. Par exemple, ich verstehe nicht, wie die Landstände euer Durchlaucht am Ballett verweigern. Es wird nicht in meinen Kopf herein. Durchlaucht erlauben, dass ich... Ich würde mich glücklich schätzen. Wirklich. Wenn ich ein Arrangement treffen dürfte, dass euer Durchlaucht das Ballett vielleicht doch... Ich meine, ich weiß ja nicht, aber... Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich mich recht von mir sagen dürfte, ich bin ein treuer Diener meines Herrn.